Willkommen zurück zu Star Wars Battlefront, genau, Star Wars Jedi Survivor. Ich bin euer Firobo und ja, wir haben die letzten Folgen, die Hauptquest hier hinten alles gemacht, hatten einen coolen Kampf, haben eine komische Materie kennengelernt, haben Bereiche erkundet en masse, haben neue Sachen kennengelernt und. Eins, was ich jetzt eigentlich noch machen könnte, ist halt eben die Story. Das ist eine Gerücht hier. Und wir könnten nochmal zu dem hier gehen eigentlich, ne? Oder? Können wir natürlich auch machen, mal zu dem wir uns fragen, was geht ab? Wie bist denn du? Aber ich würde gerne erstmal dem Gerücht folgen. Dafür müsste ich allerdings, glaube ich, erstmal durch dieses Dorf durch. Naja, ich müsste das Dorf durch. Ich habe bestimmt noch einiges an Leuten kennengelernt. Hallo. Jetzt. Hi. Vor 20 Zyklen soll dieser Ort aus nicht mehr als ein paar Hütten bestanden haben. Und jetzt sieh ihn dir an. Ja, manchmal wünschte ich könnte in die Vergangenheit zurück, um zu sehen, wie es war, ohne Komfort zu leben. Du kannst immer in die Wildnis aufbrechen und deine eigene Stadt gründen. Ich denke, ich bleibe hier, danke. Sollte mich auch im Jungen. Ja. Können wir eigentlich auch Menschen kontrollieren? Also hier die Leute kontrollieren? Ne, können wir nicht. Entschuldigung. Ja. Fände ich eigentlich mal interessant, wenn wir das könnten. Da ist irgendwas drin. Da ist irgendwas mit Gegenstand zum Aufheben. Okay, du hast mein Interesse geweckt. Hier. Was können wir damit machen? Nix. Okay. Kann man irgendwie sonst nicht ran. Tja, wie kommen wir hier rein? Ah, hier ist aber auch nochmal so eine Kammer. Ah. Wollen wir da auch nochmal rein? Kann ich ja nicht, oder? Was ist hier mit? Agieren. Okay. Was bringt mir das? Jetzt steht er da unten. Hä? Er ist von dem Gebäude. Nee, das ist nochmal ein anderer. Okay. Hey, du! Ja, ich? Du bist der, der sich mit den Raiders anlegt, richtig? Ja, kann man so sagen. Dumme Idee. Die Raiders haben in der Reach überall Augen. Hab den Wachturm ausgeschaltet. Falls du das meinst. Ach ja? Ich hab alles ausgeschaltet. Hoffentlich hat das keine Konsequenzen für den Rest von uns. Okay. Da kann ich aber immer noch nicht rein. Sieh an, wer da kommt. Immer noch beschäftigt. Es gibt immer etwas zu tun. Mit mir zu reden bringt dir keine Kredits ein. Außer du willst mich ausrauben. Das habe ich nicht vor. Ach, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Was ist mit deinen Klamotten los? Und sind merkwürdig. So. Was hat mir das jetzt gebracht? Ist immer noch nicht offen. Was hat mir das gebracht? Kann das mal erklären? Schon merkwürdig, oder? Nichts getan. Weiß man nicht, was das für ein Ort ist. Ich bin ein Jedi, lass mich da rein. Ja. Was hat mir das gebracht? Runde gar nichts. Na gut. Nur krumm gespielt, wir gehen jetzt weiter. Wir wollen einmal in den Laden gehen. Was war hier? Ne? Ach, den kann ich jetzt doch aufmachen. Was, der wohl schon drin war? Der wohl schon drin war. Aha. Einfach vergessen. Ich bin froh, dass
du da bist. So. Agieren. Konzentration. Was ist das jetzt hier nochmal? Na, einen Kampf gegen Glubschaugenmonster gehabt. Und den haben wir jetzt schon wieder. Okay. Kann ich den eigentlich nicht auch kontrollieren jetzt? Weniger Zeit gebraucht. Deutlich weniger, glaube ich. Waren bei einer Minute gewesen beim letzten Mal, oder? Meine ich zumindest. Okay, das hat funktioniert. Das ist noch nichts gebracht, aber gut. Siehst du etwas, was dir gefällt? Frisuren. Jede Menge. Klamotten hast du jede Menge. Sowas findest du sonst nirgendwo. Und coole Musiktracks oder was? Okay. Eieiei, mit Stirnband. Shake, was das nur für eine Frisur sein soll. Das würde dir gefallen. Klamotten haben wir noch hier. Welche Tracks haben wir denn? Reicht nicht ganz für alle Tracks. Damit kann ich nichts falsch machen. Ja, das gefällt mir auch. So. Mit dir? Kann ich dir was anvertrauen, Kerl? Aha. Natürlich. Es fällt mir nicht leicht, es zuzugeben, aber ich bin ein großer Fan von Ashs Musik. Krieg sie nicht aus dem Kopf. Sie geht einem nicht aus dem Kopf. Hen hat einen guten Geschmack. Warum ist es so schwer, das zuzugeben? Ich weiß nicht. Ich habe wohl einen gewissen Ruf. Hart zu sein. Wachsam. Bereit zu tun, was getan werden muss. Aber ob du es glaubst oder nicht, trotz allem wurde ich geboren, um zu tanzen, Kerl. Okay. Neulich summte ich unbewusst ein Lied und ein Kunde dachte, ich wäre verrückt geworden. Weißt du, was ich an dir mag, Kerl? Du nervst mich nicht immer damit, deine Streitigkeiten zu schlichten und so. Ich ziehe es vor, mich selbst um meine eigenen Probleme zu kümmern. Geht dir sicher genauso. Genau. Vor einer Weile hatte ein Prospektor einen Streit mit seinen Protokolldruiden. Er war so wütend, dass er gewalttätig wurde. Also bin ich dazwischen gegangen. Ich habe dem Prospektor gesagt, wenn er seinen Druiden noch einmal anfasst, erteile ich ihm Hausverbot und sorge dafür, dass ihm kein Händler der Stadt was verkauft. Dann war schnell Ruhe. Seitdem bin ich für dieses Kaff sowas wie eine Bürgermeisterin. Mit dir würde ich mich auch nicht anlegen. Darüber würde ich auch gern mit dir reden, Kerl. Du bist klug genug, um Ärger zu erkennen, wenn du ihn siehst. Hat dir Grease je erzählt, wie wir uns kennengelernt haben? Nein, schieß los. Als er mir zum ersten Mal erzählt hat, er würde gerne eine Kantina übernehmen, habe ich ihn für einen dieser Prioritgeier gehalten. Jemanden, der aus dem Nichts auftaucht, ein paar Idioten ihre Kredits abknöpft und wieder verschwindet. Aber als ich sah, wie viel Mühe er in die Kantina steckt, tja, da wusste ich, dass wir aus demselben Holz geschnitzt sind. Das Pylons ist für ihn genauso wichtig wie die Mantis. Deshalb trägt es den Namen seiner Urgroßmutter. Das stimmt. Halte dich an Grease. Er ist einer von den Guten. Erzähl ihm aber nicht, dass ich das gesagt habe. Ich werd's für mich behalten. Okay, das war's scheinbar. Gut, ist irgendwas Neues vielleicht? Nö. Nur das Stim. Okay. Also wenn der Riss lila ist, haben wir was Neues. Okay, wissen wir Bescheid.
So, ich müsste jetzt hier... Ne, ich müsste hier lang. Ne? Hier muss ich lang, okay, um zum Gericht zu kommen. Ja, okay. Hier, also, dass die anderen die wegspringen können noch, theoretisch. Okay. Dafür, dass die... Ja gut, wir haben hier den kompletten Teil geführt, noch nicht erkundet, ne? Hier fehlt noch einiges, hier fehlt schon mal noch einiges, hier haben wir noch einiges. Hier scheint aber auch was zu sein, was nicht in der Karte selber drin ist. Hm. Okay. So, schauen wir da mal. Alles rot. Also, dann kann ich da mit dem Schirr rüber schießen. Okay, also haben wir hier lang. Okay. Hallo, Reisender. Hallo. Wer bist denn du? Hallo. Keine Sorge wegen der Bestie. Sie mag keine Fremden. Genau wie der Berg. Seid vorsichtig. Wir versuchen's. Danke. Wir nennen ihn Prospektorentod. Ist ziemlich tückisch. Dort lauern allerlei Gefahren. Klingt so, als wäre es wie für uns gemacht. Zwischen diesen Felsen gibt es Dinge, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Oh, wir kennen auch einige Schauergeschichten. Ja, vielleicht bleibt es nur eine Schauergeschichte, ne? Und nicht... Ja, gut, ich glaube, das war ja vorher nicht hier gewesen. Salz in die Hautblase, was für ein Riesenkrach! Hast du Glocken statt Füße? Es. Ah, wie heißt du, Junge? Für einen guten Groll muss ich deinen Namen wissen. Ich bin Kerr. Das ist BD1. Meine kleine alte Mama hat mich Scuba Steph genannt. Ich bin Scuba der Fischer. In Pailoon Saloon gibt's einen Fischtank, der etwas Aufmerksamkeit vertragen könnte. Pailoon Saloon? Dieses Wasserloch voller Lachs. Stimmt, da war ich auch noch nicht drin. Gut, gut. Vergiss meine Frage. Gut, überredet. Ich mach's. Wir treffen uns im Saloon und ich sehe mir diesen sogenannten Tank mal an. Okay. Du konntest dich also nicht fernhalten. Niemand vergisst die Meeresgischt, dem sie einmal den Gaumen vernebelt hat. Definitiv nicht. Du siehst aus wie ein Fischer, Junge. Und zu deinem Glück sitzen wir genau über dem Bau eines Seefischs. Ein Seefisch, ha? Stimmt, ein unmöglicher Fang. Kein Fischer mit klarem Verstand stellt einem so mühseligen Gegner nach. Kein Fischer, außer Scuba Steph. Okay. Okay. Cool. Siehst du das, Junge? Das war ziemlich beeindruckend. Du hältst mich immer noch für einen Amateur? Nein, ich glaube dir. Dann habe ich keine Wahl und muss dir meine düsterste Geschichte erzählen. Bleib einen Moment, dann erzähle ich dir was über den alten Scuba Steph. Willst du jetzt die Ohren aufsperren und dir die Geschichte von Scuba anhören? Wenn du Geschichten erzählst, hören wir zu. Dann bist du ein Narr, Junge. Meine Geschichte bringt dir nichts außer Gram und Kummer. Okay, also, keine Geschichten erzählst, werden wir... Na schön. Ich erzähle sie dir, weil du darauf bestehst und auf deine eigene Gefahr. Meine Geschichte beginnt in einem kleinen Dorf an einem eisigen Ufer von Sakavita, meiner Heimatwelt. Nächte schwarz wie Quellfischinnereien, Winter so kalt, dass ein ernster Blick dich in Glas verwandelt. Wohl nicht der einfachste Ort, um aufzuwachsen. Schwierig. Ei, vom Zeitpunkt, als einem die Muttermilch auf der Zunge einfriert, bis zum Moment, wo du im gefrorenen Gewässer untergehst. Weißt du, die Fische, die hatten es dort schön. Sie hausten tief unter dem Eis, wo warme Strömungen tanzten, wie Fähnchen im Wind.
eine so seltene Beute zu angeln ist wegen der großen Fischknappheit kein leichtes Unterfangen. Aber trotz meiner jetzigen Bauchschmerzen war es ein friedliches Leben für einen kleinen Sakavianer mit einem Talent für die Angelrute. Du hast dein Talent also früh entdeckt? Ich hatte so viel Talent, dass kaum die ersten mickrigen Haare auf meinem Kinn sprossen, als ich bereits eine Audienz erhielt. Bei Undern. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Oh, und noch ein Rat, Junge. Wenn du auf den Berg klettern willst, brauchst du einen festen Griff. Einen festen Griff, so. Oh, der erzählt aber ganz schön viel, ey. Und dann sind da noch Sachen geschenkt. Manchmal sehr freundlich. Vorsicht! Es gibt keinen Grund, sich Sorgen. Wow! Aha. Ich hab dich, Shanna! Ja. Hier kommst du darüber. Ja, danke. Okay, und hier will ich auch zum Berg los. Scheinbar. Da kann ich wahrscheinlich auch noch lang. Ich geh mal hier rein. Ach, wir können auch tauchen. Oh. Alles klar. Tauchen wir mal. Haben wir eine. Achso, wir haben so ein Atemgerät. Geduld. Okay. So. Jetzt wahrscheinlich auch noch lang, ne? So, da ist nichts versteckt. Und hier geht es immer noch weiter hoch. Scheinbar. Ich würde sagen, gucken wir erstmal da drüben. Weil da drüben kann man, glaube ich, einfach wieder. Ups. Kann man einfach wieder den Anfang. Denke ich mal. Dann kommen wir her. Hey, jippa. So. Wenn ja noch mehr Gegner sein, oder? Ich. Versuch's nochmal. Zack. Oh. Okay, das habe ich gerade gefunden. Ich habe den Weg versperrt. Es tut mir leid. Leb wohl. Oh, ein Neuankömmling. Hi. Wer sind Sie? Wer bist du? Ich bin Kerl. Das ist BD1. Sind Sie hier, um uns zu retten? Wir waren nur am Erkunden. Wie lange bist du schon hier? Wir sitzen schon seit mindestens einem Standardzyklus hier in der Falle. Vielleicht länger. Wir? Ah, ja. Ich bin allein. Und das schon länger. Aber Sie haben den Weg freigemacht. Sind die Raiders weg? Wir haben uns um Sie gekümmert. Du solltest gehen, bevor noch mehr kommen. Ja. Ich kehre zum Außenposten Rampers Reach zurück. Wir haben dort gewohnt. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Wie viele Leute wir einfach rekrutieren, ne? Außenposten, ja. Ich frage mich, wie viel von unserem alten Zuhause übrig ist. Ich werde bald nach Wanderers Reach aufbrechen. Aber vorher muss ich meine Gedanken sammeln. Okay, sammle deine Gedanken. Wenn du das als Maschine kannst. So. Misch hier raus. Okay. Ah, der Geruch hier unten ist intensiv. Okay. Und habe ich jetzt eigentlich nicht geschnitten? Mein Sohn. Dass ich hier noch eine ganze Höhle und so finde?
Ich dachte, ich muss auf den Berg rauf, ich schon eine Höhle erkunden muss. Okay, ich bin bereit. Ja. Amber, bist du das? Okay. Wollen wir doch mal gucken. Was haben wir hier? Einmal Schacht in den Tod. Okay. Hat nicht funktioniert. Okay. Vor Eden. Die Raiders haben diesen Ort vermint. Gibt ihr denn alle her? Okay. Scan das Ding mal. Ich glaube nicht, dass ich das bewegen kann. Na, hier komme ich also noch nicht weiter, scheinbar. Okay. Scheint auch nicht zu funktionieren. Irgendwie da müssen die Viecher doch haben hier, oder nicht? Ja, dann kommen wir später nochmal wieder. Dann gehen wir mal hier durch. Muss ja hier wieder rausgehen, oder? Oh, geht's auch. Okay. Alles klar. Zack. Gehen wir mal hier rein. Oh. Also eine Mine jetzt. Frage, wo kriege ich die Mine her? Und irgendwo hierher? So. Also gut, lass sehen. Hier kann ich im Kreis laufen? Warum? Weil da was ist. Hab okay. Noch einen Klumpen gefunden. Sehr schön. Aber wenn es ein Freund ist. Und los, BD. Schauen wir doch mal. Was fährt uns denn noch so hier? Na los! Hier hoch. Oh, voller. Wenn ich nicht alles kaputt machen kann. Hier ist doch jetzt einfach nur der Weg zurück, oder nicht? Hm. Okay, auf jeden Fall hier nicht richtig gewesen. Und nicht für das Gericht, oder? Oder auch das Gericht scheint wohl hier in den Höhlen zu sein. Vielleicht, aber wir kommen halt noch nicht hin. Weil wir noch nicht stark genug sind, oder so. Keine Ahnung. Oh, wer bist du? Was? Wer bist du? Wer bist du? So. Okay, dann muss ich mit mir reden. Oh, er ist weg. Alles klar. Hey, Frachtaufzug. Von hier funktioniert der Lift wohl nicht. Ah, was für eine Überraschung. Hat euch das verwundert? Mich nicht. So. Zack. Okay, ich hab's zu spät gesehen. Ich hab aber schon gedacht, dass hier was ist. Sieh mal, was wir gefunden haben. Ja, noch ein Klumpen. Dort können wir dann noch das letzte Musikstück kaufen. Dann haben wir das schon mal fertig in dem Laden. So. Weiter. Mal sehen, was da vor uns liegt, Kumpel. Hilfe! Okay. Dann gucken wir nochmal. Bergaufstieg, Meditationspunkt.
Da ist ein Dolch. Augen auf, Kuppler. Ein Eindringling. Eröffnen wir das Feuer? Erschießen wir ihn? Negativ. Dieses Kraftfeld widersteht allem, was die Einheimischen zur Verfügung haben. Zutritt nur für autorisierte Personen. Zurück, Abschaum. Ich will nur passieren. Alles, was nicht aus Durastahl ist, kann diese Elektronenwand nicht passieren. Waffen bereit, Sir. Erschießen wir ihn, bevor er auf dumme Gedanken kommt. Negativ. Wir haben unsere Befehle. Kannst du keine Ausnahme machen? Riechst du das, Abschaum? Du atmest imperiale Luft. Also verzieh dich, bevor ich meine Befehle vergesse und wir rausfinden, wie zäh du wirklich bist. Warum senkst du nicht dein Schild und wir finden's raus? Netter Versuch, Ungeziefer. Zu deinem Glück hat dieses Tor einen Fernschalter. Nur die Basiszentrale kann es öffnen. Ja, oder wir reißen dich in Stücke. Ruhe, Truppler. Ich erledige das. Verstanden, Sir. Dummkopf. Er ist immer noch da. Können wir ihn jetzt erschießen? Noch ein Wort und ich empfehle dich für den Patrouillendienst. Auf der anderen Seite dieses Tors. So ist's besser. Hast du Ohren aus Ferrobeton abschauen? Oder willst du unbedingt sterben? Ich ändere meinem... Du wirst den Schild senken. Ich? Hab ich mir schon gedacht, dass das jetzt geht. Ich habe dir meine Autorisierung schon gezeigt. Du hast mir deine Autorisierung schon gezeigt. Sir? TK 7 Mark 3 an Basiszentrale. Schild herunterfahren. Was? Moment, was? Tja. War jetzt aber dumm von euch. Sicherheitsdroiden. Drück um beschädigte Sicherheitsdroiden zu hacken und zu kontrollieren. Ja, wir kommen nur hier, wenn ich wollte. Warum ist... Ich weiß, dass es nicht geht. Okay, cool. Dann haben wir das noch eben schnell gemacht. Dann haben wir uns noch hier das Echo an, würde ich sagen. Das wird nicht einfach. Denk an die Belohnungen, Shanna. Komm schon. Okay. Den Gipfel bezwingen. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Es müssen. Ah, hier geht's hier hinten. Also schauen wir irgendwie weiter. Sehr gut, ja. Gucken wir nochmal. Galaxie. Oh, haben wir noch einige Planeten vor uns scheinbar. Jeddah. Planetenkarte. Aha, okay. Ach, weil wir hier ein Gerücht haben, oder was? Das Gerücht hier eigentlich auch besser, ne? Drei Gerüchte gerade, okay. Auf Holokarten spielen. Ach, auf Holokarten anzeigen, ups. Eine Partie, sie das Aquarium an. Und sie Jukebox. Alles? Habe ich meine Sache eigentlich schon erledigt? Na gut. Wir schauen dann einfach trotzdem mal nächste Folge, ob wir noch was machen können. Ansonsten geht's halt ins Planet, ins Planetchen, genau, an die Bar zurück und dann übertauchen. Bis zum heute erstmal. Also, haut rein. Ciao, ciao.